hat denn ruiniert, dies runterzählen? Okay. Bei Okay. mir steht, wir sind live, Matthias. Super. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf unserer YouTube-Veranstaltung, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung Die USA nach der Wahl, Besserung in Sicht. Großes Fragezeichen und ein Ausrufungszeichen. Und ich begrüße niemand Geringeren als meinen alten Freund Nils Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und nicht nur Staatsminister im Auswärtigen Amt, sondern auch mein Nachbar. Nicht nur in der Fraktion. Wir sitzen nebeneinander. Das heißt, wenn nicht gerade Corona ist, zurzeit sitzen wir alle im großen Plenarsaal, wenn wir Fraktionssitzungen machen, sondern wir haben auch unsere Wahlkreise nebeneinander. Ich will vielleicht zwei, drei Takte zu Nils sagen. Nils ist Außenpolitiker, ich hätte fast gesagt von Kindesbeinen an. Nils ist aktiv in der SPD gewesen, schon mit dem Jahr 14. Also als 14-Jähriger wurde er Mitglied in der Schülerkammer Hamburg. Mit 16 wurde er deren Vorsitzender. Und ich habe Google entnommen, dass eine der prägendsten Lebenserfahrungen der Jugendaustausch nach León gewesen ist, unsere Partnerstadt, die Hamburger Partnerstadt in Nicaragua. Nils ist von 2000 bis 2002 Vizepräsident der IUCY gewesen, International Union of Socialist Youth. Und man merkt also schon im relativ frühen Alter der Drang zur Außenpolitik, zum Internationalen, und war dann 3 Jahre Juso-Bundesvorsitzender. Und vielleicht die Geschichte: Er war kaum Juso-Bundesvorsitzender, da wurde er schon von Harald Schmidt eingeladen. Der war damals mit seiner Late-Night-Talkshow sehr beliebt. Und da hat Nils gezeigt, dass er nicht nur kenntnisreich ist, sondern auch sehr schlagfertig. Weil Harald Schmidt schlagfertig zu antworten, das kriegt nicht jeder hin. Und das erleben wir insbesondere in der Landesgruppe Hamburg immer noch tagtäglich, dass Nils durchaus schlagfertig ist. Und Nils ist jetzt die dritte Wahlperiode im Deutschen Bundestag. Und Nils, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber du bist aus Eimsbüttel. Du vertrittst den Wahlkreis Eimsbüttel. Und na, wir machen immer ein bisschen Spaß miteinander wegen Eimsbüttel und Altona. Ich sage immer, wenn die Eimsbüttler so weitermachen, dann geht Altona irgendwann doch zurück nach Dänemark. Aber das muss ja auch sein. Nils war, glaube ich, der einzige Ausschuss. Nils hat nur einen einzigen Ausschuss im Deutschen Bundestag besucht, und das war der Auswärtige Ausschuss. Und der Auswärtige Ausschuss war immer schon ein bisschen in Hamburger Hand. Sein Vorgänger war als Außenpolitiker war unser ehemaliger Bürgermeister Hans-Uli Klose, und Nachfolger war da Nils. Nils war außenpolitischer Sprecher, und in dieser Wahlperiode ist er eben dann Staatsminister im Auswärtigen Amt geworden. Und als ich in den Bundestag kam, habe ich Nils gefragt. Ich habe gesagt: Nils, ich würde gerne mal in eine dieser Parlamentariergruppen gehen. Und dann hat er gesagt: Da musst du in die deutsch-japanische Parlamentariergruppe gehen. Die suchen auch noch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Und das habe ich auch gemacht. Und ich bin da stellvertretender Vorsitzender, aber in Wahrheit bin ich Vorsitzender, weil der Vorsitzende ist nämlich von der AfD, und zu dem geht keiner. Also kommen Sie immer zu mir. Und wenn es richtig diplomatisch knifflig wird, dann wende ich mich an unseren Chefdiplomaten, Nils. Nils. Und Nils gibt mir dann immer kluge Hinweise, was man machen kann und was man nicht machen kann. Also in der jetzigen Wahlperiode ist Nils Staatsminister, also Vertreter des Außenministers. Reisen gehört zu seinem Job. Ich kriege dann schon mal, wenn ich mit ihm eine SMS schicke, kriege ich schon mal die Rückmeldung, bin gerade in Argentinien oder so. Ne? Das ist dann, das ist, aber es ist noch nicht so wie Genscher, von dem man sagte, dass er der einzige Mensch auf der Welt ist, der sich, wenn zwei Flugzeuge sich begegnen, dass er in beiden sitzen kann. Nils hat tatsächlich vor einigen Monaten einmal eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates geleitet, also der Weltregierung. Das muss ich sagen, das hat mich dann doch schwer beeindruckt. Also UN-Sicherheitsrat ist schon was Tolles. Und ich glaube, Nils ist der einzige Staatsminister, der wirklich regelmäßig in den Medien erscheint, weil er nicht nur ein großer Kenner der internationalen Beziehungen ist, sondern internationale Beziehungen und Relationen auch wirklich gut erklären kann. Und da werden wir gleich das Vergnügen bekommen. Also, lieber Nils, ich freue mich, dass du hier bist, aber ich will vielleicht doch noch mal zwei, drei Bemerkungen machen zu unserem Thema, aber nur wenige, weil dazu bist du wirklich der Berufenere. Also am 3. November waren US-Präsidentschaftswahlen, das weiß jeder. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ich fand,
Präsidentschaftswahlen sind immer spannend, aber die waren nun wirklich hyperspannend. Man hat ja kaum noch was anderes in den Zeitungen gelesen, als wie die Entwicklungen sind. Und ich habe da noch eine besondere Beziehung, weil ich auch mal ein Jahr im Schüleraustausch in den USA verbracht habe. Das war für mich so ein bisschen das prägende Erlebnis. Nicht Leon, sondern ein Jahr Schüleraustausch in den USA. Und irgendwie fühlt man immer noch ein bisschen mit. Und wenn das Land dann so einen schwierigen Weg geht, dann bekümmert einen das. Also, aus unserer Sicht war schon ein bisschen die Frage bei der Wahl, gewinnt der Populismus oder kriegen wir mit beiden Umgang zur gesitteten Rückkehr zur gesitteten Umgangsform? Und nach 4 Tagen Stimmauszählung war es endlich klar, Donald Trump ist abgewählt. Der 46. Präsident der USA heißt Joe Biden, Joseph Robinet Biden. Herausforderungen in den USA sind ohne Frage immens. Eine unglaubliche gesellschaftliche Polarisierung, die sich noch weiter verstärkt hat, hat es ja vorher schon gegeben. Ungleichheiten zwischen Arm und Reich, Stadt und Land und auch zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und bekanntermaßen, das Land leidet enorm unter der Corona-Epidemie. Seit März haben wir bereits über 250.000 Corona-Infizierte. Wir gehen hart auf die 300.000 zu in den USA. Das ist wirklich furchtbar. Und außenpolitisch müssen sich die USA in der Tat auch neu aufstellen. Denn Trumps Motto America First hat wirklich viele alte Verbindungen erschüttert. Und die große Frage ist, ob es Joe Biden gelingt, das wieder aufzubauen. Also, bevor ich Nils das Wort erteile, noch einige kleine organisatorische Hinweise. Wir machen ungefähr eine Stunde, also bis kurz nach 8. Und für euch an den Bildschirmen besteht die Möglichkeit, Fragen und Kommentare zu schreiben. Wir haben auch im Vorfeld der Veranstaltung schon einige Fragen über meine Social-Media-Kanäle geschickt bekommen. Wir sammeln die und clustern sie. Wenn es dann doppelte Fragen gibt, bitte ich um Verzeihung dafür, dass wir sie nur einmal stellen. Wir bemühen uns, dass alle Fragen aufgegriffen werden und am Ende des Abends nichts offen bleibt. Meine Mitarbeiterinnen im Hintergrund unterstützen mich dabei. Aber jetzt erteile ich meinem Nachbarn, Kollegen und Freunden jetzt an das Wort. Nils, du hast das Wort. Matthias, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die wirklich ausgesprochen nette Vorstellung. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. In der Tat, wir reden häufig auch über außenpolitische Themen. Das will ich auch dazu sagen. Und ich finde, du hast es gerade was Japan angeht, wirklich toll gemacht in den letzten Jahren. Das ist heute nicht das Thema, aber ich glaube, man darf schon verraten, dass Geschichte eine große Rolle spielt, dass Emotionen da eine große Rolle spielen. Und das ist keine einfache Aufgabe. Und insofern, ich habe immer schon Außenpolitik gemacht, aber wahrscheinlich, Matthias, steckt bei dir auch irgendwo ein Außenpolitiker verborgen und ich versuche, den immer ein bisschen herauszukitzeln. Und danke für die freundlichen Worte. Ich muss und will aber auch natürlich gerne darauf hinweisen, wir sind 3 Kolleginnen und Kollegen, Staatsministerinnen und Staatsminister im Auswärtigen Amt, die Michelle Müntefering, die auch eine tolle Arbeit macht, und mein Kollege Michael Roth, der sich um die Europäische Union vor allem kümmert. Der ist auch im Moment ganz schön viel in den Medien und das ist auch richtig so. Das wollte ich jetzt nochmal sagen, du hast es ja sehr freundlich gesagt, aber wir versuchen da wirklich ein bisschen was zu bewegen. Ich will gleich was zum Thema sagen und ich versuche es kurz zu machen, weil mich das Thema tatsächlich auch sehr beschäftigt. Ich habe meine Zeit lang in den USA gelebt und gearbeitet und habe dort auch viele Freunde, nicht nur politische Freunde. Und insofern ging es mir, so wie vielen, nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich auf der ganzen Welt, dass man ein bisschen, ja, schon fast gebannt auf das geschaut hat, was dort passiert ist. Und ich finde, Matthias, wenn ich das am Anfang sagen darf, wir haben so viel gelesen darüber, dass die USA nicht mehr so wichtig sind, dass sich die Gewichte auf der Welt verschieben. Das mag als langfristiger Trend vielleicht auch stimmen. Aber wenn wir uns alleine anschauen, welchen Raum die Berichterstattung über die Vereinigten Staaten eingenommen hat in Deutschland, dann ist das, finde ich, auch ein bisschen ein Hinweis darauf, wie wichtig dieses Land weiterhin für uns ist. Und das Ergebnis ist tatsächlich eine große Chance. Und darüber wollen wir nachher, denke ich, auch im Detail sprechen. Aber du hast es angedeutet, es ist eben auch ein zutiefst gespaltenes Land und eine sehr bemerkenswerte Wahlentscheidung der Amerikanerinnen und Amerikaner. Denn auch wenn Donald Trump ja bis heute, er ist heute ja auch gerade wieder am Twittern, seine Niederlage nicht eingestanden hat,
Aber wenn man mit etwas Abstand dieses Ergebnis anschaut, ja, Joe Biden hat die Wahl gewonnen, hat sie auch klar gewonnen, aber Donald Trump hat 70 Millionen Stimmen bekommen, so viel wie auch eigentlich noch nie ein Bewerber vorher auf sich vereinen konnte. Er hat mehr Stimmen bekommen als beim letzten Mal. Und viele seiner Parteifreunde, es werden ja wird nicht nur der Präsident gewählt, es wird der gesamte Kongress gewählt, es wird ein Drittel des Senats gewählt und es werden in den USA auch sehr viele Landesparlamente, die wichtig sind, Gouverneure und andere Entscheidungen getroffen. Die Republikanische Partei hat bei diesen Wahlen nicht wirklich schlecht abgeschnitten. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass es nicht von heute auf morgen alles anders werden wird. Denn ich sage mal so, ich muss und ich werde auch heute bei dieser Veranstaltung natürlich nicht vergessen können, dass ich Staatsminister bin und nicht nur Abgeordneter. Deswegen werde ich ein bisschen auf meine Worte auch achten. Das, da denke ich, versteht auch jeder. Aber man muss eben schon darauf hinweisen, wer vor 4 Jahren Trump gewählt hat, der oder die hat das vielleicht gemacht, auch als Zeichen des Protestes gegen das, was dort als Establishment bezeichnet wird, aus Unzufriedenheit. Wer nach 4 Jahren noch einmal Donald Trump gewählt hat, der wusste sehr genau, welchen Präsidenten mit welchem Ansatz von Politik man dort unterstützt. Und insofern bleibt etwas von Trump, dieser Trumpismus, das merkt man auch über die Medien, über die Art und Weise, wie dort jetzt mobilisiert wird, wird sehr, sehr viele Kräfte sozusagen binden des neuen amerikanischen Präsidenten. Ich finde trotzdem, weil viele auch fast die Demokratie in den Vereinigten Staaten schon abgeschrieben haben und ich auch den ein oder anderen Kommentar in Deutschland gehört und gesehen und gelesen habe von Leuten, die, ja, wie soll man sagen, fast Noten verteilt haben über den Zustand der amerikanischen Demokratie. Wir werden heute auch über viele Entwicklungen mit Sicherheit reden, die uns beide, glaube ich, Matthias, sehr sorgenvoll stimmen und nicht nur uns. Trotzdem will ich gleich am Anfang sagen, weil es mir wirklich wichtig ist, die amerikanischen Institutionen, die demokratischen Institutionen, haben sich in dieser Krise bewährt. Ja, es hat lange gedauert, bis ausgezählt wurde, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, wir wissen in der Regel am Wahlabend, ob wir gewonnen oder verloren haben und das ist auch nicht so schlecht, aber das Ergebnis ist das, was zählt. Und unter massivem Druck haben auch republikanische Innenminister und Gouverneure sich nicht davon abhalten lassen, ihren Job zu machen und unter den Bedingungen, Matthias, du hast darauf hingewiesen, einer viel schwerer dort wütenden Corona-Pandemie ist eine Rekordzahl von Wählerinnen und Wählern zur Wahl gegangen, weil sie wussten, es steht etwas auf dem Spiel. Und deswegen ist so ein bisschen mein Wunsch auch heute Abend, wenn wir darüber sprechen, dass wir das auch in einem Geiste auch des Respekts vor einer alten Demokratie tun. Eine Demokratie, die wesentlich älter ist, Matthias, als unsere. Und ich sage immer, wenn die deutsche Demokratie eine so lange Geschichte hätte, dann wäre uns einiges erspart geblieben. Das vergessen wir manchmal. Also als Freunde, als besorgte Freunde sollten wir diskutieren, aber auch ohne erhobenen Zeigefinger. Ja, das finde ich sehr schön, dass du das gesagt hast, denn ich muss gestehen, ich bin auch häufig irritiert, wenn wir alles besser wissen, wie es in den Ländern, wie es dort funktionieren soll und wie es nicht funktioniert. Ich dennoch haben wir natürlich mit dieser Trump-Präsidentschaft und jetzt auch gerade mit dem Umgang seiner Niederlage etwas erlebt, von dem ich schon fürchte, dass es einen schweren Schaden für die Demokratie auch in den USA bewirkt hat. Und was mich sehr sorgenvoll gestimmt hat, war, dass ich unlängst gelesen habe, dass auch viele Republikaner der Auffassung sind, dass gefälscht worden ist bei der Wahl, obwohl wir ja nun wirklich alle wissen, dass es absolut nicht stimmt. Aber so funktioniert es eben, dass sich dieses Gift dann doch durchsetzt und dass er es damit infiltriert. Und deswegen meine Frage ganz auf den Punkt gebracht, war Trump eine wirkliche Demokratie, eine Gefahr für die Demokratie und wird Joe Biden es gelingen, das wieder ins rechte Lot zu rücken? Naja, man muss natürlich schon sagen, im Moment deutet alles darauf hin, dass am 20. Januar um 12 Uhr der neue Präsident eingeschworen wird und der wird nicht Donald Trump, sondern Joe Biden heißen. Und insofern hat sich das amerikanische System schon bewährt. Aber man muss sagen, diese unglaubliche Anzahl von Menschen, die tatsächlich der Meinung sind, dass das, was über Twitter und über bestimmte
Kabelsender, Talkradio und das Internet verbreitet wird, dass das stimmt. Das macht etwas mit einer Gesellschaft. Matthias, ich darf, glaube ich, sagen, wir beide erleben das, wenn die AfD im Deutschen Bundestag agiert. Da wird auch viel gelogen, es wird viel Propaganda betrieben, es wird darauf gesetzt, Menschen zu verunsichern, unter anderem auch in der Frage der Corona-Pandemie mit Auswirkungen auf die Gesundheit von vielen Tausenden von Menschen. Und das passiert dort gerade in einem viel größeren Ausmaß. Und deswegen ist es ein Stresstest für die amerikanische Demokratie. Das glaube ich schon. Und wir müssen wahrscheinlich auch zur Kenntnis nehmen, dass die Politik in den USA doch eine Nummer rauer und härter ist als bei uns. Das war wahrscheinlich auch schon immer so. Und wir neigen als Menschen ja dazu, dass wenn man sich in einer Krise befindet und wir befinden uns in einer deutsch-amerikanischen Krise, die 4 Jahre, die waren sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich die schwerste Periode in unserer bilateralen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das darf man auch nicht sozusagen verschweigen. Aber wir neigen dann dazu, die Vergangenheit immer so in ganz wunderrosa-roten Tönen sozusagen zu betrachten. Es gab immer schon Konflikte. Wir sind unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Interessen. Und es gab auch immer schon harte Auseinandersetzungen in den USA selber. Also das, was wir bei dieser Wahl auch erlebt haben, aus meiner Sicht zum Glück ohne Erfolg, nämlich eine Strategie, im Grunde genommen durch administrative Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Leute, die einen selber vielleicht nicht wählen, die Anhänger, potenziell Anhänger der anderen Partei sind, dass die nicht zur Wahl gehen. Das hat ja einen undemokratischen Kern. Das ist aber auch schon unter anderen republikanischen Parteiführern und Präsidenten passiert. Sogenannte Voter Suppression, also dass man besonders im Süden des Landes in den schwarzen Vierteln weniger Wahlurnen aufstellt, dass man versucht, neue Hürden zur Registrierung aufzubauen. Alles darauf ausgerichtet, dass die Leute nicht hingehen. Dann sind zum Teil massenweise Postwurfsendungen verschickt worden mit falschen Informationen über Wiederregistrierung. Alles mit der Intention, die politischen Gegner sozusagen davon abzuhalten, zur Wahl zu gehen. Also das ist schon eine harte Nummer und das würde bei uns wahrscheinlich eine ganz andere Reaktion hervorrufen. Also insofern, das macht es nicht besser, aber es ist immer schon mit harten Bandagen gekämpft worden. Und was mich halt doch beeindruckt hat, ist, dass die Leute sich davon nicht haben abschrecken lassen. Es gibt ja einen Bundesstaat, der noch sehr wichtig wird für die Mehrheiten im Parlament, nämlich im Senat in Georgia. Da finden noch 2 Nachwahlen statt für den Senat. Das ist ein Land, das ist sozusagen das Kernland des Deep South, des tiefen Südens der Vereinigten Staaten. Dass dort Joe Biden die Wahl gewonnen hat, ist eine absolute Sensation. Und das ist, ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, aber dass es jedenfalls eine Möglichkeit gibt, dass jetzt auch noch 2 Senatssitze vielleicht einer von denen an die Demokraten geht, hängt damit zusammen, dass dort Tausende von engagierten Bürgerinnen und Bürgern in den letzten Jahren systematisch Leute für die Wahl registriert haben, die vorher nie gewählt haben. Das ist doch eigentlich beeindruckend. Davor haben wir manchmal ein bisschen zu wenig Respekt. Also es ist eine quicklebendige Demokratie, die sich aber harter Angriffe erwehren muss. So würde ich das mal zusammenfassen. Okay, das kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist schon spannend, dass Trump auch die Gegner hochgebracht hat. Also es sind nicht nur seine Anhänger, sondern sein Wahlkampf und seine Art und Weise hat dazu geführt, dass eben auch auf der anderen Seite ganz massiv hochmobilisiert werden konnte. Und ich glaube, es hat noch kaum jemand jemals einen Präsidentschaftskandidat so viel Geld auch einsammeln können, wie Joe Biden das hinbekommen hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Du hast vorhin was von Interessen gesagt. Ich will, darauf kommen wir gleich zurück. Mich würde aber erst einmal interessieren, jetzt wird demnächst Joe Biden intronisiert. Und was werden seine ersten Handlungen sein, die er macht? Ja, er hat das mit mir nicht abgesprochen. aber ganz im Ernst, also es gibt ja eine Reihe von Äußerungen und die finde ich sehr ermutigend. Also es spricht vieles dafür, dass die Vereinigten Staaten am ersten Tag seiner Amtszeit wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten werden. Spricht auch vieles dafür, dass die Vereinigten Staaten wieder in der Weltgesundheitsorganisation mitarbeiten werden. Und es gibt eine ganze Reihe von Entscheidungen, die ein Präsident
mit einer sogenannten Executive Order anweisen kann. Das heißt, es sind Entscheidungen, für die man den Kongress nicht braucht. Und das hat natürlich eine hohe politische, aber auch eine hohe symbolische Bedeutung. Und vielleicht erinnert ihr euch ja daran, dass der damals neu gewählte Präsident Trump im Grunde genommen die erste Woche seiner Amtszeit, das haben die groß inszeniert, ja immer diese Dokumente hochgehalten hat mit seiner riesigen Unterschrift und hat damit sozusagen den Kurs vorgegeben. Und ich rechne schon damit, dass wahrscheinlich in einer anderen Form der Inszenierung, aber doch sehr symbolträchtige Entscheidungen am Anfang getroffen werden. Naja, und letztlich ist es natürlich in den Vereinigten Staaten auch nicht viel anders als in Deutschland. Eine neue Regierung, ein Wahlsieger, der bringt natürlich politisches Kapital mit in eine Amtszeit. Und je länger man im Amt ist, desto mehr Probleme türmen sich auf, sind Leute auch unzufrieden mit Entscheidungen, ist man im täglichen Geschäft manchmal auch angewiesen auf Kompromisse. Das gehört alles zur Demokratie dazu. Aber gerade wenn man wichtige Entscheidungen treffen will, spricht einiges dafür, dass man es am Anfang tut. Und wir hoffen darauf, weil es uns die Möglichkeit geben würde, bei diesen nun tatsächlich wichtigen Fragen und in der Klimafrage, Matthias, wir beide neigen als Hanseaten nicht zum Pathos. Auch in Altona ist es, glaube ich, nicht so üblich. Aber auch in so einer Menschheitsfrage wie der Klimafrage endlich wieder zusammenarbeiten zu können, das würde schon einen großen Unterschied machen. Das ist wohl wahr. Aber lass uns vielleicht auch nochmal auf die innenpolitische Agenda zurückkommen. Du hast es ja eben gesagt, wie groß die Spaltung auch ist und wie es dort funktioniert. Man kann teilweise von den gespaltenen Staaten von Amerika reden. Wird es denn Joe Biden deines Erachtens gelingen und was wird er versuchen, um diese Spaltung aufzulösen? Ich meine, auch Obama hat das damals versucht und es ist nicht wirklich gelungen. Aber meine Wahrnehmung ist immer, dass er tendenziell ein Typ sein könnte, der eine größere Akzeptanz findet, weil er was Verbindendes hat. Ja, in der Tat. Also mein Eindruck auch von dem Auswahlprozess des demokratischen Kandidaten. Also das war ja bei uns in der SPD jetzt mal fast so ähnlich, als wir ein Vorsitzteam ausgewählt haben. Was nicht dabei war, erinnert sich, ja, da standen ganz viele Leute auf einer Bühne und so war das bei den Demokraten auch. Und da hat sich Joe Biden am Ende durchgesetzt. Da gibt es ja Vorwahlen, an denen häufig auch die registrierten Wähler teilnehmen können. Das heißt, man hat eigentlich zwei Wahlkämpfe. Man hat einen innerparteilichen Wahlkampf und man hat dann später den richtigen Wahlkampf. Und es ist ja schon ungewöhnlich, dass jemand, der so lange im Geschäft ist, der 78 Jahre alt jetzt ist, auf so eine Position kommt. Und ich glaube, wenn die Umstände andere gewesen wären, dann wäre Joe Biden möglicherweise auch gar nicht angetreten. Aber sein Kernversprechen war, ich sage das mal in meinen Worten, wenn ihr mich aufstellt, dann gewinne ich die Wählerinnen und Wähler, vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter aus den industrialisierten Staaten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania und so weiter zurück. Und das ist eigentlich genau das, was er eingehalten hat. Und er hat gesagt, ich habe hier so viele Beziehungen aufgebaut in den vielen Jahrzehnten im amerikanischen Senat und als Vizepräsident. Ich traue mir zu, auch mit der anderen Seite einen Weg zu finden, wo wir wieder über Politik miteinander sprechen können. Das wird die härteste Aufgabe. Und wahrscheinlich wird auch Joe Biden am Ende vieles von diesem Versuch der Versöhnung nicht so abschließen können, wie wir das hoffen und wie er sich das wahrscheinlich vorstellt. Weil ja heute schon der jetzige Präsident Donald Trump mit seiner Partei daran arbeitet, den neuen, noch gar nicht eingeschworenen Präsidenten in seiner Legitimität zu unterminieren. Also diese republikanische Partei ist nicht mehr die alte republikanische Partei, die wir kennen von Bush dem Älteren oder so und auch von der zweiten Amtszeit George W. Bush. Also das wird eine beinharte Veranstaltung. Aber Joe Biden hat eben im Senat, und im Senat, wenn man da was erreichen will, dann muss man Beziehungen aufbauen. Da muss man mit der anderen Seite arbeiten. Und er hat im Senat vieles erreicht und er verfügt über diese Beziehung. Und es ist auch interessant, Barack Obama ist häufig nicht weitergekommen
gibt es ganz viel Theorien darüber, seine Persönlichkeit, ob er nicht genügend Zeit investiert hat. Ich will mich da gar nicht einmischen in diese Debatte. Aber was man sagen kann, ist, dass wenn es ernst wurde auf dem Hill, wie die Amerikaner sagen, also auf dem Hügel, auf dem das Kongressgebäude liegt, dann hat er Joe Biden geschickt. Und er hat häufig dann auch die Dinge vorangebracht. Also wahrscheinlich ist niemand so gut darauf vorbereitet. Aber zu glauben, dass eine Person dieses so tief gespaltene Land, was ja auch kulturell immer weiter auseinanderdriftet, wo die Leute gar nicht mehr in Stadtteilen leben, wo Demokraten und Republikaner leben, sondern man lebt in einer demokratischen oder republikanischen Gegend. Man guckt einen republikanisch oder demokratisch ausgerichteten Fernsehsender bis hin zum Essen und zu den Serien und den Schulen. Also das wäre eine Erwartung an den armen Joe Biden, die er wahrscheinlich gar nicht erfüllen kann. Aber wenn er ein paar Schritte in die Richtung einleitet und ein paar Leute wieder zurückholt, das wäre schon eine große Leistung. Das ist wohl wahr. Du hast eben gesagt, dass Joe Biden derjenige ist, der auch Mehrheiten beschaffen kann, der auf Leute zugehen kann. Das ist natürlich das eine. Das andere ist natürlich in der Tat diesen großen Hass und diese Spaltung in der Gesellschaft, ob er das auflösen kann. Das wird man sehen. Also ich muss gestehen, ich sehe das ähnlich. Könnte mir vorstellen, dass er da ein größeres Potenzial hat, als das bei Obama der Fall gewesen ist, der auch durch seine flapsige Art zuweilen auch ungewollt, aber doch ein bisschen polarisiert hat. Aber du hast eben gesagt, du hast von diesen Wahlveranstaltungen gesprochen, wo die ganzen Kandidaten nebeneinander standen. Und da gab es ja eine Person, eine Frau, die da auch gestanden hat, Kamala Harris. Und die finde ich ja enorm beeindruckend. Und die hat er nun praktisch seine frühere Konkurrentin zu seiner Vizepräsidentin gemacht. Und ich fand die Tatsache, dass sie da im weißen Anzug aufgetreten ist und das Logo der Suffragetten und eine Rede gehalten hat, wo sie nochmal auf alle Frauen hingewiesen hat, die gekämpft haben und für die sie auch stellvertretend dort steht, das fand ich schon sehr anrührend. Mich würde interessieren, was deine Einschätzung ist, welche Rolle wird Kamala Harris spielen? Weil meine Wahrnehmung ist, sie wird eine herausgehobenere Rolle spielen und ich könnte mir vorstellen, dass sie, also wenn ich die Riege der Vizepräsidenten der USA mir in der Vergangenheit anschaue, die meisten kennt man ja gar nicht mehr, aber ich bin mir relativ sicher, Kamala Harris wird man sehr, sehr lange kennenlernen und ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch mehr drin ist. Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja auch an sich schon, also vor ihrem ersten Arbeitstag, eine historische Vizepräsidentschaft. Die erste Frau, die erste schwarze Frau mit dieser sehr beeindruckenden Geschichte. Und sie hat natürlich eine enorme Chance, sich zu bewähren, in dem Amt auch zu wachsen, in eine präsidentielle Wahrnehmung hineinzuwachsen. Und ich denke schon, dass man in den letzten Jahren sehen konnte, dass die Vizepräsidenten, Joe Biden war das ja nun auch einmal, jedenfalls wenn man auf die amerikanische Geschichte insgesamt zurückblickt, schon wichtiger geworden sind. Und ich denke, aber ich kann das natürlich auch nicht vorhersagen, aber ich denke schon, dass Joe Biden sich sehr genau überlegt hat, wie er eigentlich mit seiner eigenen Rolle umgeht. Weil da ist dieses relativ hohe Alter, da sind die unglaublichen Herausforderungen. Ich meine, wir beide sind ständig in Kontakt hier auf der Ebene des Bundestages, aber auch mit dem Hamburger Senat, mit unseren jeweiligen Bezirkspolitikern, um die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie miteinander zu diskutieren und das voranzubringen. Es hat im Grunde genommen kein Management gegeben in den Vereinigten Staaten. Die Pandemie ist eigentlich ungebremst. Und mit den wirtschaftlichen Auswirkungen, Matthias, als Sozialpolitiker weißt du das ja viel, viel besser als ich, welche limitierten Möglichkeiten ein Land hat, das im Grunde genommen über keinen vernünftig ausgebauten Sozialstaat verfügt, wo es kein vergleichbares Instrument gibt wie bei uns die Kurzarbeit, wo es immer noch Millionen von Menschen gibt, die nicht krankenversichert sind. Also das wird im Mittelpunkt stehen, da bin ich mir ganz sicher. Und da muss man sich die Arbeit ein bisschen aufteilen. Und Kamala Harris, denke ich, wird, wenn sie klug ist, aber auch versuchen, ein paar außenpolitische Erfahrungen zu sammeln. Das ist sicherlich ein Bereich, in dem sie sich bisher nicht besonders hervorgetan hat. Und wenn sie vorhat, vielleicht die Nachfolge anzutreten, dann
ist das ein Vorteil, den man ins Feld führen kann. Also insofern, sie wird vom ersten Tag sehr, sehr genau beobachtet werden. Übrigens aus meiner Sicht nicht nur von den amerikanischen Medien, sondern von denen, die da standen auf der Bühne bei den Demokraten, die alle Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin werden wollten. Die meisten sind es ja noch nicht geworden. Und die Demokratische Partei hat sich in den letzten Jahren verändert. Sie ist bunter geworden, sie ist diverser geworden und sie ist auch insgesamt linker geworden. Und deswegen ist sie sicherlich die, wie man so schön sagt, Frontrunnerin, ja, eingedeutschtes Wort. Aber die anderen werden nicht auf einmal einfach nur sagen, ja, das wird dann die nächste Kandidatin. Also das gibt da eine richtig absehbar interessante Auseinandersetzung. Ja, aber ich stimme dir zu, sehr beeindruckend, ein toller Auftritt und natürlich mit einem Startvorteil und von Anfang an aber auch unter dieser Beobachtung. Damit muss man erstmal umgehen und da wird sie sich bewähren. Du hast eben das Kurzarbeitergeld angesprochen, was es in den USA nicht gibt, aber Hubertus Heil hat neulich berichtet, dass es diskutiert wird in den USA und dass aber sie noch kein richtiges Wort dafür haben und darum sprechen die Amerikaner von The Kurzarbeitergeld. Das war gut. Jetzt haben wir eine Frage von Susanne Boje aus Altona Nord, die auch mal Mitglied dort ist. Altona Nord, das ist ja fast schon Eimsbüttel. Das ist ein wunderbarer Distrikt, nämlich der meine. sie fragt, wird die indigene Bevölkerung in der US-Regierung vertreten sein und wird es eine Quote für Gleichberechtigung aller Couleur in der Judikative und Exekutive geben? Wir wissen, dass die Amerikaner häufig Freunde von Quoten sind. Das ist also eine spannende Frage. Ja, ich bin nicht so sicher, ob es eine formelle Quote geben wird. Aber wenn man sich anschaut, wen Joe Biden bisher schon nominiert hat, dann ist das etwas Auffälliges, dass er sehr klar darauf achtet, nicht nur, wie man so schön sagt, alte weiße Männer zu nominieren. Sein Vorschlag jetzt für den neuen Verteidigungsminister ist ein schwarzer General, ehemaliger General aus Georgia, glaube ich, kommt der. Er hat einen Gesundheitsminister nominiert, der ein, wie die Amerikaner sagen, Hispanic ist. Und ich glaube, die Liste lässt sich noch an der Stelle fortsetzen. Und das ist auch ein Hinweis auf das, was ich eben gerade kurz erwähnt habe. Die Demokratische Partei hat sich verändert in den letzten Jahren. Das sind ja viel größere Koalitionen, wenn ich das mal so sagen darf, als bei uns. Die Demokratische Partei deckt ein politisches Spektrum ab, das bei uns im Grunde genommen fast alle politischen Parteien bis auf die AfD im Deutschen Bundestag umfassen würde. Also würden vielleicht ein paar bei der CDU und bei der CSU bei den Republikanern sein, aber ich denke mal, die große Mehrheit wäre auch bei den Demokraten. Bei der FDP bin ich mir nicht mehr immer so ganz sicher, aber ich würde die auch mal darunter zählen. Und da müsst ihr euch vorstellen, ja, bei einer so großen Bandbreite muss man den Laden zusammenhalten. Aber diejenigen, die sagen, Amerika besteht eben nicht nur aus den traditionellen Eliten, die sind stärker geworden, haben sich politisch besser organisiert. Und deswegen zeichnet sich ein Kabinett ab, das wesentlich bunter ist und das die Realitäten in den Vereinigten Staaten wesentlich stärker widerspiegelt, nicht nur die Geschlechterverhältnisse, sondern eben auch die sogenannten Minderheiten. Und das wird auch eine große Ausstrahlungskraft haben. Denn ich meine, wir reden jetzt heute Abend auch, Matthias, über die Vereinigten Staaten von Amerika. Andere tun das, auch die ganze Welt schaut auf diese Regierungsbildung. Und deswegen darf man auch den symbolischen Gehalt solcher Entscheidungen nicht unterschätzen. Ich finde das toll, dass sich das so entwickelt. Und das ist ein guter Trend. Das stimmt. Vor allen Dingen natürlich die Auswirkungen, die es auf die ganze Welt hat. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass eine auf Facebook eine Iranerin geschrieben hätte, sie hätte sich noch nie vorstellen können, wie sie die Mehrheitsverhältnisse in Wisconsin interessieren würden. Das war schon mal der Wahl. Da kann auch das Land natürlich auch große Hoffnungen da setzt. Du hast eben von der Vielschichtigkeit gesprochen, aber das war jetzt Mann, Frau, ethnische Herkunft. Aber wie ist denn mit rechts und links? Weil meine Wahrnehmung ist, dass gerade du hast ja gesagt, die Demokratische Partei ist deutlich nach links gerückt. Die Linke, nach allem, was ich weiß, fühlt sich aber nicht so richtig derzeit vertreten. Und da dreut schon der nächste Konflikt. Ja, das wird auch weiterhin ein Konflikt bleiben. Denn es gibt eine sehr
wahrnehmbare, auch in der Öffentlichkeit sehr präsente linke Strömung, vor allem im Repräsentantenhaus. Und ich denke, das kann man am ehesten mit dem Deutschen Bundestag vergleichen, aber die wählen alle 2 Jahre. Und das heißt, sagen die Zeit, die man aufwendet, auch um Gelder zu sammeln und die man investiert, um eine nationale Bekanntheit zu erlangen oder auch in seinem eigenen Wahlkreis entsprechend darzustellen, die ist natürlich viel kürzer als bei uns. Das ist ein enormer Druck. Und in dieses Repräsentantenhaus sind in den letzten Jahren eigentlich ist eine neue Generation auch von sehr aktivistischen Abgeordneten eingezogen. Darüber wird auch in Deutschland manchmal berichtet, die Alexandria Ocasio-Cortez und andere. Und die sind nicht zufrieden, das hat sie auch schon gesagt. Und sie spricht auch nicht nur für sich. Es gibt auch Bewerbungen, zum Beispiel das Amt des Arbeitsministers, das unter Trump gar keine Rolle gespielt hat, ist im Moment sozusagen innerhalb der Demokratischen Partei stark umkämpft. Auch Bernie Sanders, der ja sehr prominente linke Senator aus Vermont, hat auch öffentlich gesagt, dass er das gerne werden würde. Es gibt aber ein Problem. Joe Biden hat diese Wahl gewonnen, aber es war eben nicht der Erdrutschsieg, den einige erwartet und viele erhofft haben. Und alle Minister, die heißen da ja Secretaries, und das deutet übrigens auch schon ein bisschen darauf hin, dass sie tendenziell weniger zu sagen haben als Minister bei uns, weil der Präsident und das Weiße Haus am Ende die Linie vorgibt. Also es gibt da kein Ressortprinzip wie bei uns. Aber diese Secretaries, also diese Minister, die müssen vom Senat bestätigt werden. Und im Senat haben die Demokraten keine Mehrheit. Wenn sie, was man nicht weiß, in Georgia die beiden Senatssitze gewinnen sollten, dann hätten sie eine Mehrheit, weil dann bei Unentschieden, und dann wäre es 50-50, die Stimme der Vizepräsidentin den Ausschlag gibt. Also die kann dann sozusagen dieses Unentschieden aufbrechen. Aber das ist unklar. Und deswegen gibt es keine einfache Option für Biden. Und die Republikaner, die werden Schwierigkeiten haben, zum Beispiel gegen Leute wie den General dort zu stimmen und andere. Aber gegen explizit linke Kandidaten, die aus unserer Sicht ganz normale Sozialdemokraten wären, ja, so links sind die gar nicht, wird das dann ganz, ganz schwer. Das ist ein Aspekt, also eine taktische Frage, wie geht man damit um? Und die zweite Frage ist, wenn man jemanden aufstellen sollte wie Bernie Sanders, dann fehlt eine Stimme im Senat. Da muss jemand Neues gewählt werden. Und in Vermont würde wahrscheinlich wieder ein Demokrat gewählt. Aber sicher kann man sich nicht sein. Und deswegen verlagert sich das Ganze so ein bisschen auf die Ebene der Regierungsposten, die nicht durch den Senat müssen. Es gibt eine Nominierung von der Position, die in Deutschland nicht bekannt ist, aber die sehr, sehr wichtig ist. Das ist das Büro für das Budget und für das Management des ganzen Weißen Hauses. Das ist eine Schlüsselstellung. Dort hat er die Neera Tandim nominiert. Das ist die Chefin eines linken Thinktanks, Center of American Progress, die kenne ich auch ganz gut. Die muss durch den Senat. Und da haben viele Republikaner heute schon gesagt, dass das aus ihrer Sicht überhaupt nicht in Frage kommt. Also das wird eine Schlacht werden an der Stelle. Und insofern, ja, es werden viele Linke unzufrieden sein. Die Frage ist aber am Ende, sind sie dann auch mit der Politik unzufrieden? Ich hatte den Eindruck, dass Joe Biden viel mehr Kompromisse gemacht hat, Zugeständnisse gemacht hat, inhaltlicher Art gegenüber dem linken Flügel, als das noch Barack Obama oder auch Hillary Clinton gemacht hat. Was ich persönlich jetzt nicht so schlecht finde, was aber auch den neuen Realitäten entspricht. Und insofern, ja, die Debatte wird da weiterlaufen. Und Matthias, wir kennen das ja auch. In linken Parteien ist man selten auch nicht schüchtern, das öffentlich auszutragen. Und in der Hinsicht sind sich die Demokratische Partei und die SPD auch ganz schön ähnlich. Wohl richtig. Jetzt daran direkt anschließend. Ich weiß ja, dass du bedauerlicherweise deine Glaskugel heute nicht mitgebracht hast. Aber dennoch, wenn es denn jetzt so ist, dass... Das Wasser habe ich mitgebracht. Das,
Das ist doch auch was. Wenn es keine demokratische Mehrheit im Senat gibt, also wenn die, in Georgia die Wahl, ich sag mal, nicht für Joe Biden ausgeht und das Zünglein an der Waage wird dann nicht Kamala Harris sein, wird es ihm gelingen? Ich meine, das ist schon sehr schwer, dann dagegen anzuregieren. Wird ihm das gelingen? Ich glaube, seine politische Erfahrung wird ihm das eher möglich machen als anderen, aber es ist schon nicht ganz einfach. Das ist, glaube ich, anders als in Deutschland gegen einen Bundesrat anzuregieren, der anderer Couleur ist. Nein, das ist überhaupt nicht einfach, zumal eben die Republikanische Partei unter Trump sich sehr, sehr verändert hat. Und ich glaube, der Kampf, der im Moment abläuft, mein Eindruck ist, bei diesen ganzen absurden Klagen und jetzt den Aufrufen an Republikaner, nochmal vor Gericht zu ziehen oder an die Wahlleute anders abzustimmen und so weiter. Also wir sind häufig überrascht worden von den USA und ich kann auch keine Garantie darauf abgeben, dass das jetzt alles seinen rechtlich vernünftigen Weg geht. Aber mein Eindruck ist, eigentlich geht es gar nicht mehr darum, Joe Biden zu verhindern. Die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja auch, wer die Wahl gewonnen hat. Sondern es geht um die Kontrolle der Republikanischen Partei. Und bei den Republikanern gilt dasselbe Prinzip wie bei den Demokraten. Das heißt, jeder, der dort nochmal aufgestellt werden möchte, der muss durch eine sogenannte Primary, also durch eine Vorwahl. Die Wählerinnen und Wähler, die zu diesen Vorwahlen gehen, die sind ideologisch in der Regel, sage ich mal, etwas radikaler als die allgemeine Wählerschaft. Das sind Leute, die sich stärker für die Politik ihrer Partei interessieren, die vielleicht auch Mitglieder sind, die engagiert sind. Und das hat sich in den letzten Jahren auch so entwickelt, gerade auf der republikanischen Seite, dass bei den Primaries immer in der Regel die radikaleren Kräfte gewonnen haben. Und in den Primaries ist und bleibt Donald Trump eine enorme Macht. Und das heißt, viele von denen, die das eigentlich besser wissen, haben Angst, sich mit Trump anzulegen, weil sie möglicherweise auch aus sehr berechtigten Gründen Sorge haben, dass er dann einen Gegenkandidaten unterstützen könnte. Und wenn man, ich weiß nicht, 30 Millionen Follower auf Twitter hat und viele reiche Freunde hat, die dann auch spenden können und so weiter. Und möglicherweise, darum ist im Moment auch ein Kampf in Brand, auch den sogenannten Parteivorstand, also das Republikanische Nationalkomitee, weiterhin kontrolliert. Und dann ist das eine ernsthafte Bedrohung. Und es sind viele Leute aus der Republikanischen Partei aus der Politik ausgestiegen, weil sie gesagt haben, das belastet mich zu sehr. Das ist ja das Leben im permanenten Shitstorm. Und insofern muss man schauen, wie sich das dort entwickelt. Es gibt relativ wenige Republikaner, die in den letzten Jahren auch ab und zu mal anders abgestimmt haben. Dazu gehört Mitt Romney, der zum Beispiel auch schon gesagt hat, wenn Biden vernünftige Leute nominiert als Minister, dann wird er die auch bestätigen. Er hat auch Trump geraten, Joe Biden zum Sieg zu gratulieren. Und es ist auch eine Senatorin aus Maine, die nach einem harten Wahlkampf überraschend wiedergewählt worden ist von den Republikanern, die in den letzten Jahren auch gelegentlich mal mit der anderen Seite gestimmt hat. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, aber die Führung der Republikaner, gerade der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, wird, das deutet sich an, erneut alles dafür tun, seinen Caucus, wie man in den USA sagt, seine Fraktion zusammenzuhalten. Und er hat ja damals auch schon öffentlich gesagt, dass es sein Ziel ist, dass Barack Obama scheitert. Und ich wüsste nicht, warum er sich diesmal anders verhalten sollte. Also das wird beinhart, aber es ist auch nicht unmöglich. Und wenn es jemand schaffen könnte, dann denke ich Joe Biden. Das Problem für ihn wird nur sein, man muss in der Politik Kompromisse machen. Und wenn man keine Mehrheit hat und einer konservativen Mehrheit gegenübersteht, dann werden die Kompromisse nicht so aussehen, dass der linkere Flügel der Demokratischen Partei darüber jetzt besonders entzückt wäre. Insofern wird es auch innerhalb der Demokraten in den nächsten 4 Jahren viele interessante und wahrscheinlich auch ein paar ziemlich harte Auseinandersetzungen geben. Das ist eine Problematik, die uns nicht ganz ungeläufig ist in dem Bereich. Wir haben jetzt über Innenpolitik und über die Verhältnisse. Lass uns zur Außenpolitik kommen. Joe Biden, man sagt, er ist Außenpolitiker durch und durch. Jetzt die Frage, wie werden sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen entwickeln? Wie ist seine Wirkung auf das transatlantische Verhältnis? Und da fragt Susanne Boje,
aus Altona Nord, wir hatten sie schon. Welche Haltung hat die US-Regierung bezüglich ihrer Vormachtstellung in der Welt? Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich finde, wenn man sich die ersten Statements angehört hat, also Biden hat ja relativ früh erzählt, wen er als neuen Außenminister haben möchte. Die neue Geheimdienstkoordinatorin, UN-Botschafterin und vor allem auch seinen nationalen Sicherheitsberater. Die haben alle kurze Reden gehalten. Ich habe mir das alles angeguckt. Und da war auf einmal die amerikanische Rhetorik wieder da, die in den letzten 4 Jahren unter Trump völlig verschwunden war. Also da wurde darüber geredet, dass Amerika eine Führungsverantwortung hat, dass Amerika ein Land der Hoffnung ist für Menschen, die nicht unter demokratischen Verhältnissen leben. Da wurden die Menschenrechte genannt. Matthias, heute ist ja der Tag der Menschenrechte, an den wir auch erinnern, als Referenzpunkt für die amerikanische Politik. Und manchmal ist mir das in den letzten Jahren auch, wie soll ich sagen, ich habe ja gesagt, ich soll mich und will mich diplomatisch ausdrücken, aber auch manchmal ein bisschen auf die Nerven gegangen. Aber auch sozusagen die Sprache ist mit dem Biden-Team zurückgekehrt, die Amerika für eine herausgehobene Exceptional Nation sozusagen hält. Das ist ein amerikanischer Diskurs, den man als Norddeutscher nicht unbedingt verstehen muss, aber der, glaube ich, vieles ausdrückt. Auch ein Machtanspruch, aber eben auch ein Bekenntnis zu demokratischen Werten. Ob die das alles werden umsetzen können, das werden wir sehen. Aber es wird sich sehr viel ändern. Ja, es werden nicht alle Probleme verschwinden. Darauf haben ja nun ganze Legionen von Experten in deutschen Talkshows hingewiesen und in Interviews. Und das stimmt auch alles. Wir werden in der Handelspolitik schwere Diskussionen haben bei Nord Stream 2 und den Sanktionen. Das wird nicht einfach werden. Aber ich gehöre definitiv zu den Optimisten, weil ich glaube, die Leute, die dort jetzt Verantwortung übernehmen, an der Spitze Joe Biden, der Deutschland kennt, der die Kanzlerin kennt, der regelmäßig auf der Münchner Sicherheitskonferenz war, sein Außenminister, der nominierte Blinken und das gesamte Team, die groß geworden sind im Denken sozusagen in internationalen Strukturen und in Allianzen. Und Biden hat im Wahlkampf gesagt, America first, bedeutet Amerika alleine. Und das will er umkehren. Und das ist für uns eine Riesenchance. Und deswegen, ja, es bleiben Konflikte, aber ich wüsste eigentlich nicht, warum wir jetzt gleich am Anfang über die Konflikte reden müssen, sondern wenn wir bei Klima loslegen können, wenn wir bei der Zusammenarbeit in der Pandemielage zusammenarbeiten können, wenn wir uns besser abstimmen, was unsere Politik gegenüber China angeht, dann haben wir schon richtig was bewegt. Und die Signale, die wir so aus Washington bekommen, sind, dass das alles Fragen sind, in denen Joe Biden und sein Team mit Deutschland und Europa zusammenarbeiten wollen. Das finde ich schön. Es erinnert mich an den Satz von Regine Hildebrand, die mal gesagt hat, sag mir nicht, wie es nicht geht, sag mir, wie es geht. Du sagst, man muss eben auch darauf gucken, was man zusammen bewegen kann. Ich finde immer, einer der wichtigen oder der großen Stärken der USA in der Vergangenheit ist gewesen, dass sie eben in der Tat sagen konnten, wir sind nicht alleine, sondern wir sind die Führungsmacht der freien Welt und hatten die Europäische Union, hatten Japan, hatten weite Teile Asiens hinter sich. Und das hatten sie natürlich mit America first nicht, da sind sie alleine. Und trotzdem die Amerikaner wirklich Amerika ein starkes Land ist, sind sie nicht so stark, wie wenn sie gemeinsam führen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir eine Frage von Paul Conradi über Facebook zu den Grundsätzen der Außenpolitik. Er zitiert Egon Bahr, der gesagt hat, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um Interessen von Staaten. Ich glaube, den kann man zustimmen, aber dennoch fragt er, gilt der Grundsatz keine wirksame Einmischung wegen Menschenrechten, auch in der gilt der in der Außenpolitik, weil die Amerikaner sagen ja eigentlich, Menschenrechte ist ein wichtiger Faktor. Wie verhält sich das zur Interessenpolitik? Naja, also erstmal glaube ich, stimmt ja beides. Natürlich geht es um Interessen, aber es liegt in unserem Interesse, dass sich die Menschenrechte international nicht nur auf dem Papier finden, sondern dass sie auch durchgesetzt werden. Und es liegt auch in unserem Interesse, dass sich die Idee der Demokratie durchsetzt und dass wir nicht weiter als Demokratinnen und Demokraten
unter Druck geraten. Übrigens von außen wie von innen. Also ich meine, wir haben auch eine demokratische Herausforderung in unserem eigenen Land. Und ich glaube, es gab so ein paar Irrwege in der jüngeren amerikanischen Geschichte. Und jeder Sozialdemokrat, den ich kenne, der erinnert sich mit einem gewissen Stolz, ich übrigens auch, an das Nein von Gerhard Schröder zum Irakkrieg. Ein Krieg, der ja auch im Namen der Demokratie und der Menschenrechte geführt wurde. Also nicht jedes Mittel trägt dazu bei, diese Ideen auch durchzusetzen. Und ich glaube, wir haben hoffentlich alle miteinander die Lektion gelernt, dass sozusagen Regime Change nicht automatisch zu einer besseren, zu einem höheren Respekt für Menschenrechte führt. Der Irak, der hat bis heute zu kämpfen unter dem damit einhergehenden Staatsverfall und ist weiterhin ein sehr, sehr fragiles Land, in dem wir uns übrigens sehr engagieren. Aber wir haben in den letzten 4 Jahren auch gemerkt, dass die Vereinigten Staaten mit ihrem Ansehen in der Welt, mit ihrer wirtschaftlichen und auch mit ihrer politischen und militärischen Macht Einfluss darauf haben, ob Menschenrechte geachtet werden oder nicht. Und ein amerikanischer Präsident, der sich lieber mit Diktatoren wie Kim Jong-un getroffen hat, als mit demokratisch gewählten Verbündeten wie der deutschen Bundeskanzlerin, der 4 Jahre lang kein Wort über Menschenrechte verloren hat, es sei denn, es ging um Kuba oder Venezuela, der hat einen Unterschied gemacht, weil sich natürlich autoritäre Regime auch ermutigt gefühlt haben. Das war für die ein Free Ride, weil sie wussten, sie kriegen keinen Druck aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und uns fehlt diese Stimme für Menschenrechte. Ob die Instrumente immer so waren, wie wir uns das gewünscht haben, ja, weiß ich auch nicht so richtig. Und es gehört sicherlich auch zur Wahrheit, dass manchmal, wenn amerikanische Präsidenten über Menschenrechte geredet haben, sie eigentlich auch ihre eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen meinten. Also das stimmt alles. Oh. Trotzdem finde ich es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir in solchen Fragen, zum Beispiel auch im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, wieder mit Amerika zusammenarbeiten können. Es wird einen Unterschied machen. Jetzt haben wir eine Frage, die uns in der SPD-Fraktion und im Bundestag schon häufig beschäftigt haben, und zwar von Andreas Kneselbeck-Weiß und Familie Wockert aus Hohe Luft. Hohe Luft. Eims, bitte. Wunderbar. Sehr schön. Und zwar zu Nord Stream 2. Sie sagen, die Pipeline ist schon zu 94% fertiggestellt. Ich glaube nicht mehr. Ne? Die USA haben Deutschland aufgefordert, den Weiterbau zu verhindern. Russland hat das scharf kritisiert. Jetzt kommt die Frage, wird das Projekt fortgesetzt? Und wie steht die neue US-Regierung zu dem Thema? Haben die sich schon positioniert? Ich fürchte, nicht besonders gut. Ne? Naja, also erstmal vielen Dank für die Frage und natürlich schöne Grüße. Ja, vor allem nach Hohe Luft, wenn ich das sagen darf als Eimsbüttler. Ich denke, das wird ein Thema sein, bei dem wir wahrscheinlich nicht so schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Die Frage ist nur, ob meine Hoffnung, die ich durchaus habe, dass wir auch über dieses Thema mit der neuen Regierung offener reden können als mit der alten, ob die sich erfüllt. Der amerikanische Kongress ist fast einhellig der Meinung, dass dieses Projekt gestoppt werden sollte. Und das dürfen wir nicht übersehen. Das neueste Gesetz, was jetzt die Sanktionen nochmal verschärft, kommt nicht von den Republikanern, sondern es kommt von den Demokraten. Und insofern wird es auch für einen gewählten Präsidenten nicht so leicht, einfach ein Gesetz zu ignorieren. Ob das jetzt am Ende kommt, das muss man mal schauen. Die haben das angehängt an das Budget für das Verteidigungsministerium. Da sind ein paar Sachen drin, die Trump nicht gefallen. Und er hat schon gesagt, dass er sein Veto einlegen will, nicht wegen Nord Stream, aber wegen einer anderen Frage. Und insofern verzögert sich vielleicht diese neueste Sanktionsverschärfung nochmal. Vielleicht gibt uns das ein bisschen Zeit. Ich denke, dass wir versuchen werden, das nicht in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die positiven Themen, die sogenannte Positivagenda wirklich nach vorne zu pushen. Aber am Ende, darauf hat auch Heiko Maas mehrfach hingewiesen, ist das eine Frage auch unserer eigenen, jetzt sage ich das mal, unserer eigenen Interessen, unserer eigenen Souveränität. Und es ist schwer, weil die Amerikaner den internationalen Finanzmarkt über den Dollar ebenso dominieren, dass sie mit diesen Sanktionen, die aus unserer Sicht illegal sind, doch sehr viel Wirksamkeit erzielen können.
Und deswegen müssen wir jetzt unabhängig von Nord Stream 2 auch dafür sorgen, dass wir uns davor besser schützen können. Denn das wird uns auch in der Zukunft beschäftigen. Und möglicherweise kommt ja auch mal wieder eine Regierung, mit der wir dann ähnliche Probleme wieder haben. Ich glaube... Darf ich noch mal eben nachfragen? Was ist denn da ja. der wahre Grund? Sind es politische Gründe oder ist es eher die Ansage, wir wollen unser Fracking-Gas nach Deutschland, nach Europa exportieren? Naja, die Amerikaner haben natürlich schon ein großes Interesse, ihr Fracking-Gas zu verkaufen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Wobei wir immer gesagt haben, wir wollen ja unseren Gasmarkt diversifizieren. Und insofern, wir haben zwar Probleme mit Fracking, aber grundsätzlich ist dieses LNG, das Flüssiggas, natürlich auch aus den USA, eine Option auch für den europäischen Markt. Nur, wir können ja nicht die Marktwirtschaft für die Amerikaner außer Kraft setzen. Die müssen sich dann schon über den Preis auch behaupten. Und da haben sie natürlich ein Problem, weil das russische Gas einfach billiger ist. Aber es ist eben auch so, das Thema Russland ist im Moment in den USA einfach sehr toxisch. Die Russen haben die Wahl beeinflusst, sehr wahrscheinlich für Donald Trump. Das werden die Demokraten ihnen nie verzeihen. Das ganze Thema Russland ist fast nicht mehr rational in den Vereinigten Staaten zu diskutieren. Und ich meine, man muss mal sagen, die haben jetzt den Nawalny vergiftet. Sie haben unsere Computersysteme gehackt. Es ist nicht so, dass Russland sich besonders freundlich auch gegenüber Deutschland verhält. Jetzt haben sie gerade die AfD-Führung hofiert. Also ich kann vieles davon verstehen, aber es geht am Ende hier um eine rationale Interessenabwägung. Und ich erwarte eigentlich, dass Biden das Thema nicht in den Mittelpunkt rücken wird. Vielleicht finden wir einen Weg, auch ein paar der Sorgen noch mal stärker zu unterstreichen. Die Sorgen sind ja zum Beispiel, dass die Ukraine kein Geld mehr durch die Durchleitungsgebühren bekommt und dass Russland die Gasversorgung aus politischen Gründen einstellen könnte. Wir können jetzt, glaube ich, keine Detaildiskussion darüber führen, aber wir haben viele Maßnahmen bereits ergriffen. Wir haben einen Vertrag mit auf den Weg gebracht zwischen Russland und der Ukraine. Und wir können auch die Ukraine und andere Länder inzwischen über sogenannte Reverse-Flow-Technologie, also wo man quasi das Gas in die andere Richtung schickt, im Notfall auch versorgen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass vieles davon unseren amerikanischen Freunden gar nicht ausreichend bekannt ist. Also ich bin da nicht völlig pessimistisch, aber wir können uns am Ende bei aller Freundschaft unsere eigene Energiepolitik nicht von den Amerikanern diktieren lassen. Wohl wahr. Jetzt haben wir eine Frage von William Hardiman. Der Name klingt englisch, kommt aber aus Altona. Gute Leute kommen immer aus Altona. Der fragt, außenpolitische Frage, wie siehst du die Chancen, dass die G7 um Südkorea, Australien und Indien ergänzt werden? Dann wären es jetzt G10. Ne? Joe Biden hat so ein Bündnis direkt angesprochen, als er sein außenpolitisches Team vorstellte. Könnte dies eine Basis sein für ein Bündnis demokratischer Staaten, um den wachsenden chinesischen Einfluss entgegenzutreten? Und welche Rolle kann dann Europa spielen? Bitte um eine einigermaßen kurze Antwort. Ja, also das ist offensichtlich eine Idee aus dem Team von Joe Biden. Er hat auch eine weitere Idee vorgestellt, so ein Gipfel der Demokratien. Und wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich in eine ähnliche Richtung gedacht. Und gerade weil die Amerikaner sich aus vielen UN-Organisationen zurückgezogen haben, hat Heiko Maas diese Idee einer Allianz für den Multilateralismus auf den Weg gebracht. Da sind inzwischen über 50 Länder mit dabei. Und ich denke, dass sich diese beiden Initiativen ganz gut ergänzen. Also wir müssen uns jetzt mal die Details anschauen. Wir wollen ja auch gar keine neue Blockbildung. Also es geht nicht um einen neuen Kalten Krieg, aber wir müssen uns gegenüber China, aber auch anderen autoritären Ländern besser miteinander abstimmen. Und insofern gibt es in Berlin, ich soll ja kurz bleiben, eine sehr große Offenheit, sich diese Vorschläge anzuhören und darüber gemeinsam zu beraten. Das war jetzt so ein bisschen eine Politikerantwort, ne? Aber wir sind ganz ermutigt durch diese Vorschläge und wir werden uns das sehr genau anschauen. Okay, die Frage zur Neugestaltung des UN-Sicherheitsrats stellen wir dann in der nächsten YouTube-Veranstaltung. Jetzt habe ich eine Frage von Helen Bannister, die ich vielleicht noch ein bisschen erweitern möchte. Wie sehen Sie die Zukunft für eine Neuaufnahme des Handelsabkommen TTIP zwischen EU und USA? Und ich will Sie vielleicht mal dahingehend ergänzen, dass wir ja es ist ja immer noch nicht unter Dach und Fach, mit Kanada das Abkommen CETA gemacht haben, wo wir eigentlich auch die Sozialstandards eingeführt haben. Wenn man eine Neuauflage von TTIP planen
würde. Wäre es möglich, ich sag mal, in Richtung auch sozialer, ökologischer und Menschenrechte dort etwas einzubauen, ähnlich wie wir das bei CETA gemacht haben? Ja, also ich würde das sehr begrüßen. Ich denke auch, das ist eine der vertanen Chancen. Da haben wir auch ein bisschen selber mit beigetragen. Denn viele der auch der Sorgen und Bedenken, die ich auch alle gut verstehen kann, die auch nicht unbegründet waren, ich will auch nicht falsch verstanden werden. Aber gerade die deutsche Reaktion auf Obamas Idee für dieses Abkommen haben dem Ganzen natürlich ganz schön viel Schwung genommen. Und wir hätten wahrscheinlich diese 4 Jahre Trump viel besser überstanden, wenn wir dieses Abkommen gehabt hätten, gerade was die Frage der Schutzzölle angeht. Und dasselbe gilt vor allem für die Idee TPP, also ein transpazifisches Abkommen. Das haben dann ganz viele Staaten untereinander trotzdem weitergeführt, weil die Amerikaner ausgestiegen sind. Aber so laut hat man die Champagnerkorken aus Peking noch nie knallen hören, als Donald Trump das beendet hat. Nur seitdem ist einiges passiert. Und ich glaube, es gibt in Deutschland eine wachsende Skepsis gegenüber diesen Abkommen. Und auch der Kandidat Joe Biden hat sich ja nicht unbedingt gegen Schutzzölle ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob er die wirklich gut findet. Aber vor allem in den Industriestaaten, die er ja zurückgewonnen hat für die Demokraten, sind diese Maßnahmen sehr populär gewesen. Und wenn man sich angeguckt hat, wir haben uns das angeguckt, was er so zum Thema Handel und so weiter im Wahlkampf gesagt hat, hat er auch Forderungen unterstützt wie Buy American und andere Dinge. Und viele der Gewerkschaften, zu denen er übrigens ein weit besseres Verhältnis hat als Barack Obama und auch heute schon wichtige gewerkschaftliche Ökonomen in sein enges Beraterteam berufen hat, die sind auch eher der Meinung, dass man diesen Teil der Trump-Politik nicht von heute auf morgen beenden sollte. Deswegen ist, sage ich mal, die Konjunktur für ein neues Freihandelsabkommen nicht besonders gut. Und wir können wahrscheinlich schon froh sein, wenn einige der Strafzölle nicht verlängert werden. Trotzdem bin ich nicht dagegen, über Ideen zu reden und Visionen. Es ist aber vermutlich im Moment nicht besonders realistisch. So, jetzt noch mal eine Frage von Luise Detmers, die etwas fragt, was uns alle ein bisschen umtreibt. Wie wahrscheinlich ist, dass Trump in den nächsten Monaten, er ist ja noch ein bisschen Präsident, noch etwas Irres macht, wie sie es formuliert? Und dann natürlich die bange Frage, das Land hat ja auch Atombomben. Und in der Tat, wir waren ja alle in großer Sorge, dass es tatsächlich auch irgendwo eine Form von Bürgerkrieg geben könnte. Das hat sich ja nur glücklicherweise nicht erfüllt. Aber ich muss auch sagen, die Zeit ist noch nicht um und man weiß es nicht. Was ist deine Einschätzung? Also Trump hat ja auch heute wieder etwas gemacht, was vor allem darauf ausgelegt ist, wahrscheinlich auch dem nächsten Präsidenten das Leben zu erschweren. Also er hat die Besetzung der Westsahara durch Marokko anerkannt, hat also den Marokkanern ein Geschenk gemacht, damit die Israel anerkennen. Dass sie Israel anerkennen, ist natürlich eine positive Entwicklung, aber auf Kosten sozusagen eines unterdrückten Volkes. Ich denke, das wird so weitergehen. Also die Trump-Administration wird versuchen, möglichst noch viele Pflöcke einzuschlagen und Entscheidungen zu treffen, von denen sie wissen, dass sie entweder nicht oder nur unter hohen politischen Preisen rückgängig zu machen sind. Ich will aber darüber jetzt nicht spekulieren. Ich habe auch keine Informationen darüber, was da jetzt noch alles passieren könnte. Aber gerade in auch sensiblen Fragen wie zum Beispiel dem Umgang mit dem Iran, wo wir hoffen, dass wir zurückkehren können zu dem sogenannten Iran-Nukleardeal, wird er sicherlich versuchen, das noch zu verhindern. Am Ende kann man aber diese Wahlniederlage nicht durch solche Entscheidungen rückgängig machen. Und insofern wird die internationale Gemeinschaft, aber vor allem die amerikanische Gesellschaft, jetzt diese verbleibenden Tage mit einer gewissen Spannung abwarten und dann beginnt am 20. Januar eine neue Zeitrechnung. Netter. Jetzt, wir haben gesagt, bis kurz nach 8. Eine Frage hätte ich noch. Du hast es eben angesprochen, der Iran-Deal. Würde wahrscheinlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer interessieren, was die Einschätzung der deutschen Bundesregierung ist, wie es dort weitergeht. Und man muss natürlich sagen, die Art und Weise, wie die Amerikaner dort agiert haben, war nicht in Ordnung. Gleichwohl ist, finde ich ganz persönlich, dass dieses iranische Regime auch eine der Furcht
Spasten überhaupt ist. Sie bringen kleine Kinder um und hängen sie, und Todesstrafe wird in, ich glaube, in, nur in China noch härter angewandt, als das Iran ist. Also das ist schon ein System, was mich auch zutiefst erschüttert. Darum im Grunde die doppelte Frage. Zum einen, wie gehen wir mit dem Deutsch, Atomabkommen um? Die Angst, dass Iran Atommacht wird, aber gleichzeitig, wie wirken wir auf die Regierung hin, dass es dort ein bisschen weniger furchtbar zugange geht? Ja, das teile ich natürlich. Und die iranische Regionalpolitik ist ja nicht nur für die Israelis ein Grund zur Sorge, sondern egal, wo wir hinschauen in der Region, die Hisbollah im Libanon, die übrigens auch mit iranischer Unterstützung als quasi Hilfstruppe für Assad in Syrien kämpft und dort schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. Die Husis im Jemen haben gerade wieder Raketen auf Saudi-Arabien abgeschossen, von denen man davon ausgehen muss, dass es nicht ohne iranische Hilfe ihnen gelingen kann. Und im Iran kontrollieren sie einen großen Teil des im Irak kontrollieren sie einen großen Teil des Sicherheitsestablishments und sorgen dafür, dass nicht zur Ruhe kommt. Also diese iranische regionale Politik, diese expansive Außenpolitik ist auch für uns ein großer Grund zur Sorge. Und der Iran hat eine ganze Reihe von Bestimmungen aus dem Abkommen, das sie selber unterschrieben haben, gebrochen. Das iranische Parlament hat es gerade noch einmal mit einem neuen Gesetz bestätigt. Und außerhalb des Abkommens haben wir gesehen, dass die Iraner inzwischen ballistische Raketen entwickeln, die auch uns große Sorgen bereiten müssen. Das heißt, es gibt keinen Grund, den Druck auf den Iran zu verringern. Nur das, was Trump gemacht hat, also die Politik des maximalen Drucks, die hat zwar das Iran-Nuklearabkommen geschwächt, aber sie hat nicht dafür gesorgt, dass die Iraner weniger aggressiv geworden sind oder dass sie aufgehört hätten, entsprechendes Material anzureichern. Und insofern ist ein Weg, den ich für vernünftig halte, dieses Abkommen wieder in Kraft zu setzen. Das setzt voraus, dass die Amerikaner diese Entscheidung treffen. Es setzt aber auch voraus, dass die Iraner sich dann 100% an ihre eigenen Verpflichtungen halten. Und es wird dann mit Sicherheit Verhandlungen geben müssen. Und die werden auch nicht einfach so zustande kommen, sondern nur, wenn wir auch entsprechenden Druck ausüben. Ich sage mal, über ein JCPOA, das ist die Abkürzung für dieses Abkommen, plus, weil wir über diese Regionalpolitik reden müssen, weil wir über das Raketenprogramm reden müssen und viele andere Dinge mehr. Nur ein ungebremster Weg in Richtung Bombe, und das ist letztlich die Konsequenz der Trumpschen Außenpolitik, macht die Region nicht sicherer, macht übrigens auch Israel nicht sicherer. Und deswegen glauben wir weiterhin an den Weg der Diplomatie. Aber die Voraussetzungen sind schwieriger geworden. Im Iran gibt es keine freien Wahlen, aber es gibt Wahlen. Die werden nächstes Jahr stattfinden und alle rechnen damit, dass die Hardliner gewinnen. Also ich sage mal so, wir müssen schnell handeln, weil sich das Zeitfenster schließt. Du hast eben Israel erwähnt. Da möchte ich doch zum Schluss noch eine kleine Begebenheit erzählen, die eigentlich sehr, sehr bezeichnend ist. Als ich angefangen habe als Abgeordneter, da bist du auf mich zugekommen und hast mich gebeten, ein Fördermitglied des Willy-Brandt-Centers in Jerusalem zu werden. Ich weiß, dass du maßgeblich zum Aufbau dieses Willy-Brandt-Centers beigetragen hast. Die machen Friedensarbeit mit palästinensischen und israelischen Jugendlichen zusammen, weil sie im Sinne von Willy Brandt sagen, wir müssen miteinander arbeiten, wir müssen miteinander reden. Nur so können wir den Frieden dort herstellen, weil das Problem in der Region ist ja, dass sie alle übereinander reden, aber nicht miteinander reden und sich kaum in den jeweiligen Gegenüber hineinversetzen können. Ich fand das ganz großartig und ich habe das auch gemacht. Ich fördere dieses Willy-Brandt-Zentrum seit vielen Jahren und kann jedem von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nur sagen, wenn ihr mal nach Jerusalem kommt, geht in das Willy-Brandt-Center. Es ist total beeindruckend. Lieber Nils, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen spannenden Talk, der wirklich umfassend die amerikanische Innen- und Außenpolitik bewegt hat. Und wir haben noch ein paar Fragen offen, aber wir haben gesagt, eine Stunde und mehr sollte es dann auch nicht sein. Ich möchte mich bei dir, bei den Zuschauerinnen und auch bei den Fragen ganz herzlich bedanken und macht's gut, schöne Weihnachtstage und